Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es was ganz Cooles, Krasses, mega, mega Großes. Ihr wisst ja, der Frozen 2 Hype ist schon ausgebrochen. Ganz viele von euch haben den Film auch schon gesehen, habe ich in den Kommentaren gelesen. Und auch auf Instagram. Jetzt zeige ich euch mal, was bei mir angekommen ist. Nicht nur das hier. Oh mein Gott, es ist ein komplettes Paket mit ganz vielen verschiedenen Frozen-Sachen. Hier drunter sind auch noch andere Dinger. Hier sowas Kleines. Oh mein Gott, es ist so viel Zeug. Aber nicht nur das, ich habe auch noch das Frozen-Schloss bekommen. Das werde ich heute natürlich nicht schaffen, alles in einem Video. Aber ich wollte es euch schon mal ankündigen. Ich habe das Frozen-Schloss. Ich brauche dafür wieder Ben, weil es ist viel zu groß, um das hier einfach nur kurz aufzubauen. Es ist so ein riesen Teil. Ich habe das nur durch die Wohnung geschoben. Ich dachte, oh mein Gott, das ist schon wieder so groß. Hilfe! Aber es sieht mega, mega cool aus. Und ich bin so gespannt, wie es aufgebaut aussehen wird. Das Gute ist natürlich, wenn ich jetzt erstmal die ganzen Sachen hier ausgepackt habe, dann kann ich die ja theoretisch mal im Schloss so ein bisschen aufbauen und mal gucken, ob die da irgendwie in einem Schloss auch ganz gut funktionieren. So von der Größe her, weil das ist ja so, ich sage mal, Barbie-Puppengröße. Ich habe die ganzen Sachen hier kostenfrei von Hasbro zur Verfügung gestellt bekommen. Deswegen erstmal lieben, lieben Dank dafür. Und in der Ecke oben wieder ein Hashtag-Werbung. Weil ich ja jetzt wieder über eine Marke spreche, nämlich Hasbro Frozen 2 und vielleicht noch irgendwas anderes, ich weiß es nicht genau. Achso, ich wollte auch nochmal dazu sagen, ich habe den Film aktuell noch nicht gesehen, aber ich bin noch ganz gespannt und ich möchte ihn unbedingt sehen und ich werde auch in Hamburg hier ins Kino gehen und werde das auch ankündigen noch auf Instagram. Ich hoffe, dass ich das Video jetzt so schnell geschnitten habe, dass ihr das vorher noch seht und vielleicht dann auf Instagram gucken könnt, wann ich ins Kino gehe, weil vielleicht will ja jemand von euch auch mitkommen oder vorbeikommen oder so. Ich habe schon mit einer Abonnentin geschrieben, die halt auch gesagt hat, so, ich will mit dir ins Kino gehen und habe ich gesagt, ach, eigentlich passt das ja ganz gut, dann kündige ich vielleicht einfach an, wenn ich ins Kino gehe und dann können die Leute, die da irgendwie Lust haben, vielleicht einfach hinkommen und mitgehen. Ich weiß nicht genau, ob das erlaubt ist, ob man sowas machen darf, aber so, wir gehen ja dann ins Kino. Vielleicht frage ich da mal nach vorher. Oder ich kündige halt einfach nur an, dass ich ins Kino gehe. Ich schätze mal, werden wir wahrscheinlich dann irgendwie am Wochenende machen. Und wie gesagt, natürlich in Hamburg. Ich werde auf jeden Fall schon mal runterschalten, um euch dann die einzelnen Sachen zu zeigen, weil ich glaube, das ist einfacher, wenn ich euch das jetzt direkt hier unten einmal zeige. Viele haben gesagt, dass der Film mega gut ist, dass er sogar besser ist als der erste Teil. Also ich habe es wirklich so oft gelesen, dass der Film toll ist. Deswegen bin ich auch so gespannt auf den Film. Ich möchte jetzt auch in der nächsten Zeit ein paar häufiger mal ins Kino gehen. Ich freue mich schon wieder. Es gibt so viele coole Filme, die ich sehen will. Es gibt auch noch einen Weihnachtsfilm, auf den habe ich auch mega Bock. Erstmal weiter hier noch zu den Puppen. Hier gibt es nämlich noch eine weitere. Also ihr habt ja schon erkannt, das ist Elsa. Hier kann man irgendwas machen. Man kann... Oh mein Gott, ich habe schon was ausprobiert aus Versehen. Der Arm es leuchtet wunderschön. Das ist ja cool. Ich wollte das eigentlich gar nicht ausprobieren. Und hier kann man auch irgendwie was machen. Sie singt irgendwas. Into the Unknown. Kennen das Lied natürlich nicht, weil ich es noch nicht gesehen habe. Ich glaube, man muss sie auf den Bauch drücken. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Das mache ich erst, wenn ich sie rausgeholt habe. Wir werden sie auf jeden Fall beide rausholen. Man sieht schon, die sehen ein bisschen anders aus. Aber sehr schön. Wenn das stimmt, was ich gehört habe, ist das auch ein bisschen... Also nicht ganz so... Na gut, der war ja vorher jetzt auch nicht so, wie sage ich es jetzt, lieblich. Sondern der ist, glaube ich, ein Tickchen düsterer gedacht. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war nur das, was ich vorher gehört hatte. Hat jetzt keiner direkt von euch geschrieben. So, hier haben wir Anna. Man sieht auf jeden Fall, dass sie schon anders aussieht, ne? So von den Gesichtszügen her. Sind die schon sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die hat immer so ein ganz kleines, verschmitztes Lächeln, ne? Ich muss sagen, ich finde, die sind gut getroffen. Auch hier kann man irgendwas machen. Soll ich schon machen oder nicht? Ah, nein, mache ich gleich erst. Nee, das ist schlecht, wenn ich das dahin stapel, habe ich gar kein Licht mehr. Okay, hier zwischendurch gibt es noch ein Monopoly Frozen. Von was gibt es bitte kein Monopoly? Es gibt so ungefähr von allem ein Monopoly. Ich bin total überrascht jedes Mal. Es gibt ja auch von Big Bang und sowas. Es gibt so viele Monopolys. Und das ist total komisch, weil ich gerade so voll im Monopoly-Hype tatsächlich bin. Aber ich bin jemand, ich gucke so gerne beim Monopoly zu. Ich gucke ganz viele Let's Player, die halt einfach gerne mal Monopoly spielen. Ich habe gerade heute, wirklich ungelogen, gerade heute, eine Runde Monopoly geguckt vom HWSQ, also von Gronkh, mit dem HWSQ noch zusammen. Das war so ein alter Stream und da habe ich die ganze Runde Monopoly geguckt und das Spiel ist dann irgendwann abgestürzt. Das war ein bisschen schade. Aber das kann natürlich bei so einem Brettspiel nicht passieren. Und das sieht voll cool aus. Das ist hier so voll eingelassen. Ja, wir können ja auf jeden Fall nachher auch mal kurz reinschauen. Einfach mal, um zu wissen, wie das generell so ein bisschen aussieht. Weil ich habe keine Ahnung, was kann man denn da sammeln und was kann man denn da... Da gibt es ja keine Straßen. Bei LOLs... Genau, ich habe ja mal ein LOL-Monopoly kurz gezeigt. Und bei den LOLs, da konnte man ja noch die Puppen sammeln, also die Dolls sammeln und die dann irgendwie so aufwerten. Aber bei Elsa und Anna und bei Frozen, ich habe keine Ahnung, was man da machen soll bei Monopoly. Mal schauen, was wir da so rausfinden. Hier muss ich mal ganz kurz ein bisschen näher ranholen, weil das ein Tickchen kleiner ist, aber es sieht super aus. Pop Adventures ist das, noch nie gesehen. Und das erinnert mich mega an Polly Pocket. Ich habe nie Polly Pocket gehabt, aber ich fand das immer so cool und so süß. Diese klitzekleinen Spielfiguren, die man dann hier irgendwie so drin bewegen kann. Und das ist halt ein klitzekleiner Mini-Koffer zum Spielen, den man super mal unterwegs mitnehmen kann. Und dann kann man halt da mitspielen mit diesen kleinen Sachen drin. Ich weiß nicht genau, wie viel da noch dabei sein wird, ob das jetzt alles ist. Aber, oh mein Gott, da ist schon alles verraten. Ich habe nichts gesehen. Okay, ich guck gleich rauf. Es wird auf jeden Fall sehr cool. Und es gibt natürlich nicht nur Elsa, sondern es gibt auch wieder eins mit Anna. Ach so, hier sieht man es ja schon. Auch ein kleiner Marktstand. Wie niedlich. Auf die beiden freue ich mich mega. Und das krasse Highlight kommt jetzt. Oh, weia, da muss ich aber die Kamera komplett ausfahren hier. Das ist mein Highlight. Wow. Ist das
nicht krass? Wir haben hier so ein richtig, was ist denn das? Ist es ein Eispferd? Water Spirit. Ach so, mythischer Wassergeist. Oh, sie wird einen mythischen Wassergeist. Das erinnert mich voll an den Patronus. Die Patroni von Harry Potter. So ein bisschen sieht das, finde ich, aus, ne? Voll cool. Und das ist nochmal eine dritte. Das ist nochmal eine dritte Elsa-Figur. Die können wir am Ende eigentlich theoretisch alle nochmal so nebeneinander legen. Mal gucken, welche die coolste ist. Die sieht so sehr erdverbunden aus, weil die hat auch so barfuß. Die läuft ja barfuß irgendwie. Ich glaube, die anderen nicht. Ich habe, glaube ich, die Füße gar nicht gesehen bei der anderen. Puh, jetzt bin ich ja tatsächlich mal etwas überfragt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich erstmal mit diesen beiden hier an und vergleiche die. Guck mal, wie die zusammen aussehen. Ja. Also ich finde den Hintergrund auch schon mal sehr schön. Das ist ja so, als ob sie hier gerade im Wald, im Schneewald irgendwie steht. Ist das bei ihr auch so? Ja, die sind auf jeden Fall in der gleichen Umgebung. Mhm. Ach, jetzt habe ich doch gar nicht die Frage beantwortet. Ne? Ich wollte doch die #FragZanzi-Frage beantworten von der Pauline. Hä, habe ich irgendwie voll vergessen gerade wieder. Lichtzauber Elsa. Als eine alte Magie erwacht, begibt sich Elsa auf eine weite Reise, um ihre Kräfte auf die Probe zu stellen und entdeckt, wer sie sein soll. Oh mein Gott, vielleicht hat sie irgendeine krasse Aufgabe. Oh, das ist ja voll spannend. Die hat auf jeden Fall gefragt, was ist mein Lieblings-Disney-Film? Und ich fand nämlich, das passte jetzt hier so gut gerade zum Video. Ich habe übrigens noch meine schönen Nägel hier von Go Glam Nagelstudios, habe ich gerade eben aufgenommen. Und dachte mir so, jetzt habe ich gerade so schöne Nägel, jetzt muss ich ja eigentlich noch mal kurz weiter aufnehmen. Und die sind, ich hoffe, sie sind schon genug trocken, als dass ich das jetzt hier nicht kaputt mache. Oh Gott, ich kenne mich doch. Und ich hoffe natürlich auch auf richtig coole neue Lieder. Ach guck mal, jetzt habe ich schon wieder nicht beantwortet die Frage. Also, mein Lieblings-Disney-Film, Pauline, liebe Grüße, ist, es gibt sehr viele, die ich ganz, ganz toll finde. Aber aktuell, wenn man mich fragt, ist mein Lieblingsfilm Coco. Habe ich irgendwann auch schon mal erzählt. Ich habe da auch mal Sticker zu ausgepackt und ich finde, das ist wirklich einer der allerschönsten Filme. Nicht nur von Disney-Filmen oder von Animationsfilmen, sondern generell von allen Filmen, die ich so kenne. Ist das auf jeden Fall ein Film, den ich mega schön finde. Ich finde es total wichtig, dass die Musik toll ist. Ist ja bei dem Film auf jeden Fall so. Also Frozen fand ich auch super. Es gibt, glaube ich, keinen Disney-Film, den ich irgendwie blöd finde. Keinen von den Animationsfilmen. Ich fand die alle ziemlich toll. Zum Beispiel auch Die Gefühle stehen Kopf oder Vaiana finde ich auch super schön. Zoomania fand ich ganz toll. Jetzt haben wir bestimmt gerade ganz viele nicht ein. Es gibt so viele, die ich toll finde. Die könnt ihr gerne mal mitmachen und nochmal reinschreiben, welchen ihr am coolsten findet. Ich finde auch die alten immer noch toll, muss ich sagen. Also 101 Dalmatiner zum Beispiel. Oh, oder kennt ihr Rio? Rio fand ich auch toll. Ich könnte so viele Filme aufzählen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welchen Film ich nicht kenne. Ich glaube, ich kenne fast alle Filme. Ab durch die Hecke fand ich auch mega süß, mega lustig. Ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie ganz wichtige, ganz große, tolle Filme von Disney gerade vergessen. Hm. Holen wir erstmal... Oh, mein Nagel. Holen wir erstmal das hier raus. Das ist, glaube ich, sowas wie eine Anleitung. Oh, das ist nicht deutsch. Irgendwas... Keine Ahnung, Arabisch. Sieht fast aus wie so ein Ausmalbildchen. Ah, hier sehen wir nochmal, ab 3 Jahren geeignet. Und hier steht auch, was passiert. Also hier steht, dass man den Arm hochheben muss. Das haben wir ja eben schon gemacht, versehentlich. Also wenn man jetzt hier zaubert... Okay, Moment. Bevor das passiert, wir gucken sie uns erstmal einmal nochmal richtig an. Dazu muss ich doch erstmal ranholen, damit wir auch alles sehen können. Einmal das Gesicht. Ich finde, das ist sehr ausdrucksstark. Das macht Hasbro ja immer ganz gerne mal. Ich habe ja auch die ganzen Prinzessinnen gehabt. Da war übrigens Elsa nicht dabei. Dafür habe ich alle möglichen anderen gehabt. Oh, Rapunzel. Oh ja, mag ich auch sehr gerne. Rapunzel, Mulan. Pocahontas, die waren halt alle irgendwie mit dabei. Schneewittchen und sowas. Und ich bin hier ganz überrascht gerade, dass das hier so komplett aus Plastik besteht. Okay, wenn man den Arm hochmacht, passiert nichts. Ich finde es schade, dass man den hier nicht biegen kann. Das finde ich noch cooler. Aber das ist wie so ein Hebel. Und den kann sie halt hier auch komplett hochheben. Oh, sie hat ja noch einen kleinen Handschuh an. Oh, das passt ja eigentlich sogar zu ihr. Also das obere Teil hier, das ist komplett aus Plastik. Hier kann sie halt eben so die Arme hochmachen. Ach so, wenn sie das noch holt... Ah, da passiert wieder was. Okay, da geht es immer wieder von vorne los. Also sie kann sie komplett hier nach oben strecken. Die Hände sind aus Gummi. Sie hat hier so ein leichtes... Ja, wie nennt man das? Hier so um die Hand herum. Ah, guck mal, jetzt ist es schon wieder aus. Dann fällt hier ein Rock. Ah, oh Gott. Ah ja, okay, man kann natürlich hier nicht runtergucken, weil der Rock halt einfach mal dieses ganze Lichterspiel komplett verdeckt. Wenn man es runter macht, den Arm, dann passiert nichts. Das passiert also nur was, wenn man den Arm einmal nach oben nimmt. Ja, kann man denn hier den Rock theoretisch ausziehen? Den könnte man eigentlich auch ausziehen. Was passiert denn da? Was ist denn da unter? Vielleicht das Batteriefach oder so. Ja, wir sind ja hier zum Rumprobieren, deswegen testen wir das mal kurz aus. Wie sieht denn so aussieht ohne? Wunderschön auf jeden Fall. Ja, okay. Das ist dann also das normale Muster. Sie kann sich auch hinsetzen, sehe ich gerade. Aber natürlich nicht die Beine knicken. Das wäre auch ein bisschen eigenartig. Das geht natürlich nicht. Aber hier ist das Batteriefach offensichtlich drin. Hinten hat sie nochmal so eine kleine Schneeflocke und auch noch einen Umhang, der sich hier so zweiteilt. Ja, hier noch mit so einem kleinen Muster unten. Der ist so ein bisschen durchsichtig. Was passiert denn, wenn man das jetzt macht?
Aha, oh, sieht immer noch interessant aus. Aber ist natürlich sehr, sehr viel schöner mit dem Unterrock. Ne? Das ziehen wir gleich mal wieder an. Das sieht ja nicht gut aus so. Okay, also ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie hier so eine diese Beleuchtung und sowas hat. Das sieht natürlich schon schick aus. Ich finde es aber ein bisschen schade, dass sie keine eigenen Beine hat. Also keine beweglichen Beine, mit denen sie halt auch wirklich so gehen kann. Aber wenn man auf so Lichtspiele oder sowas steht, ist man mit der Puppe auf jeden Fall gut bedient. Oder aber auch mit dieser Puppe. Weil ich glaube, das wird bei der Puppe genauso passieren. Ich hole sie erstmal raus. Warum sind die Sachen immer so komisch eingepackt? Ich krieg das immer nicht raus. Oh, hier steht auch noch was drauf. Fast vergessen. Hier steht: Lichtzauber Anna. Weit weg von zu Hause werden Annas unerschütterlicher Optimismus und ihre Ausdauer auf die Probe gestellt. Sie muss lernen, auch dann stark zu sein, wenn es unmöglich scheint, das Richtige zu tun. Gott, was passiert da? Das hört sich alles so voll spannend an. Als ob irgendwie so, als ob... Oh, bitte nicht spoilern, bitte nichts in die Kommentare schreiben. Das wäre ganz doof. Ich will natürlich nicht wissen, was passiert. Aber es hört sich irgendwie so an, als ob irgendwas ganz Gravierendes passieren würde. Vielleicht auch zwischen den Schwestern. Ich hoffe nicht, dass Elsa böse ist. Das irgendwie könnte halt auch sein. Das könnte ja auch sein, dass sie böse ist. Das wäre aber schrecklich. Ah, okay, jetzt habe ich es hier. Das war gar nicht mal so einfach. So, dann grüße ich nochmal die Navina. Ich hoffe, du heißt Navina. Stand nämlich schon wieder dein Name nicht mit dabei. Und du hattest mich gefragt, was sind meine Lieblingsplätzchen an Weihnachten? Plätzchen sind immer gut, egal welche Plätzchen. Aber ich glaube... Oh, da passiert was, da passiert was. Entschuldigung. Oh, das leuchtet etwas düsterer. Hm, auch schön. Meine Lieblingsplätzchen sind, ich würde jetzt mal sagen, spontan Zimtsterne. Die kann ich tatsächlich auch selber machen. Und die sind sehr lecker, wenn ich sie selber mache. Naja, kann auf jeden Fall gut klappen. Kann vielleicht auch mal in die Hose gehen, man weiß es nicht so genau. Aber Vanillekipferl zum Beispiel mag ich auch sehr. Aber ich glaube, man kann mich eigentlich mit fast jedem Plätzchen glücklich machen. Weil, habe ich ja gesagt, Kekse, Plätzchen, das ist total mein Ding. Besser so als normale Schoki sogar. Aber mein Lieblingsschoki ist Marabu-Schokolade. War natürlich mal wieder klar, ne? Die teure. Immer die teuren Sachen schmecken mir. So ein Mist. Die ist auch befestigt, ne? Ach, der Umhang hängt noch fest. Okay. Bei ihr ist der Umhang so ein bisschen anders. Der ist weicher. Komm raus. Hier gibt es wieder ein Bild von ihr. Auch so ähnlich wie das andere. Hier steht noch, die Puppe steht von allein nicht aufrecht. Danke für die Info. Okay, das wollte ich schon immer mal wissen. Das hätte ich jetzt sonst fast gedacht, dass sie von allein aufrecht steht. Okay, kleiner Spaß. So, einmal ganz kurz von Weitem sich angucken nochmal. Die hat natürlich etwas kürzere Haare. So ein bisschen rötlich eher. Hier ein kleiner schöner Zopf, der hier noch außenrum geflochten ist. Wie nennt man das? Nee, der ist ja gar nicht geflochten. Wie nennt man denn sowas? Das ist kein Bauernzopf, ne? Aber ich glaube, das hat bestimmt einen Namen, diese Frisur. Sie hat auch Umhang, den man, glaube ich, auch aus- und anziehen kann. Ist ja bei Elsa nicht so der Fall. Und das hier finde ich auch sehr cool. So ein brauner Gummigürtel. Ah, den könnte man theoretisch auch abnehmen, glaube ich. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Jetzt will ich ja nochmal gucken, wie das funktioniert. Ich will ja nochmal anmachen. So, machen wir mal so. Und dich daneben. Jetzt geht's aber runter. Juhu! Lichterspiel. Welches findet ihr besser? Ich weiß gar nicht so genau. Das ist irgendwie so typischer, ne? Das ist nicht so typisch, dass sie halt auch irgendwie so leuchtet. Wobei, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das ja im Film auch wieder was ganz anderes. Ich habe auch sehr ähnliche Stiefel. Die sind auch so gummimäßig und bei ihr sieht es unten drunter natürlich genauso aus. Ach so, das musste hier zwischen die Beine. Ach so, das ist ja auch zwischen den Beinen. Ha, okay. Auch wieder keine beweglichen Armgelenke oder sowas, aber das Gesicht sieht sehr schön aus. Sie ist auf jeden Fall auch sehr gut getroffen, auch mit den kleinen Sommersprossen hier, mit den strahlenden Augen und eben dem verschmitzten Lächeln, was ich schon gesagt habe. Ist sehr gut getroffen. Die sehen sich ehrlich gesagt gar nicht mal so dolle ähnlich, oder? Nur so ein bisschen. Na, von der Hautfarbe her schon mal gar nicht. Jetzt würde ich ja zum Vergleich vielleicht nochmal die Singende anschauen, um uns einmal die zwei verschiedenen Puppen anzugucken. Oh, mal ein kleiner Tipp. Wenn ihr das hier nicht aufkriegt, zieht einfach hier oben dran, dann kriegt ihr es komplett ab. Wenn ich das vorher gewusst hätte, oh Mann. Aber deswegen mache ich das ja. Falls ihr mal das bekommt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht zu Weihnachten, zum Geburtstag oder irgendwann, dann könnt ihr so tun, als ob ihr so voll der Profi seid. Nehmt einfach so oben, macht das so auf und sagt so, ey, guck mal, braucht keinen. Ich weiß, wie das aufgeht. Das ist immer mein größtes Problem, dass ich nicht weiß, wie die Sachen aufmachen soll. Jetzt habe ich es raus. Aber jetzt habe ich keine mehr, die ich irgendwie so öffnen muss. Huch, wieso ist denn das schon ab? Habe ich das gerade abgeschnitten? Oh Gott, ich war irgendwie nicht ganz da, glaube ich. Oh, sie erdrosselt sich gerade wieder. Ich muss ja mal sagen, ich glaube, der Umhang, der sieht ziemlich ähnlich aus. Der sieht nicht nur ziemlich ähnlich aus, der sieht, glaube ich, ziemlich genauso aus. Und auch der Rock hier unten, also die Klamotten, die sind fast gleich, bis auf das hier oben, dass sie hier nicht irgendwie komplett hart ist. Also nicht komplett aus Plastik. Hier drunter ja schon, aber sie trägt halt noch was oben drüber. So was Samtiges. Und ich versuche mal, okay, den kann man ganz normal runternehmen. Was passiert, wenn ich hier rauf drücke? Kurz leise sein. Oh, oh, das ist ein schönes Lied, glaube ich. Nochmal. Das sind aber kurze Teile. Schön. Wenn das so ein Stück ist aus dem Film, dann hört sich das schon gut an irgendwie, ne? Und es leuchtet halt auch. Das finde ich auch cool. Und ich muss sagen, ich finde das besser. Es ist mir irgendwie sympathischer, sowas hier nochmal anzuhaben, so eine Klamotte, als dass es komplett aus Plastik ist. Ich werde hier natürlich auch nochmal runtergucken, um das nochmal zu vergleichen, was sie denn hier drunter hat. Gar nichts. Ah, guck mal, hier kann man an- und ausstellen. Was passiert, wenn ich das hier mache? Hm? Ich verstehe.
verstehe, das hier ist der normale Modus. Also das ist der Vorführmodus. Das heißt, man bekommt die Lieder nur einmal ganz kurz angespielt. Wenn man das hier nach unten schiebt, dann bekommt man das komplette, ne, was heißt komplette Lied, aber auf jeden Fall eine lange Version. Das ist auf jeden Fall eine gute Info, das wusste ich nicht. Jetzt komisch, dass man irgendwie ihr zwischen die Brüste drücken muss. Jeden Tag spüre ich die Kraft, die Oh, okay, man kann es auch währenddessen unterbrechen. Wunderschön, gerade dazwischen gesungen. Oh nein, ich habe mir gerade meinen Nagellack kaputt gemacht beim ganzen Aufreißen hier. Oh, wie traurig ist das? Nein. Oh, ich glaube, er war nicht ganz trocken. Auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht genau, ob man es auch ausmachen kann, weil es gibt keinen Nullknopf, also nichts, wo man dann sehen kann, ob es ausgeht. Ah, hier ist der Lautsprecher versteckt. Ja, du kleine Schlawiner, du hast den Lautsprecher im Rücken. Ja, ja, ja. Und so sieht es dann hier vorne aus. Das ist halt einfach so ein fetter Knopf. Ich weiß auch nicht. Ich habe keine Lust, die gerade richtig auszuziehen. Ich wollte hier nochmal kurz runtergucken. Also sie trägt hier eine Unterhose drunter. Und die Beine kann man biegen, was ich gar nicht vorher festgestellt habe. Also wir ziehen dich mal schnell wieder an. Nicht, dass es hier nachher noch kühl wird. Ich mache das immer zu Forschungszwecken. Ich muss immer einmal kurz gucken, wie das unten drunter aussieht. Und jetzt weiß ich, dass man die Beine knicken kann. Das finde ich super. So, das finde ich ist schon mal was wert, dass sie sowas hier machen kann. Oder dass sie halt auch sich richtig hinsetzen kann. Deswegen, mein Gewinner kann ich von vornherein jetzt schon sagen. Ich meine, gut, wir werden ja noch eine bekommen. Deswegen, ich sag's mal doch noch nicht. Aber ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört. Das Gesicht ist ehrlich gesagt ziemlich ähnlich. Das hier sieht noch ein bisschen, also mit dem Plastikkörper hier, sieht noch ein bisschen expressiver aus. Also der Lidschatten ist ein Tickchen dunkler als bei der anderen. Hier, das sieht ein bisschen natürlicher aus, finde ich, als das. Das sieht ein Ticken böser aus. Aber ich muss sagen, ich bin halt eher von diesen, ich mag mehr, wenn die sich so ein bisschen bewegen können. Und, ich meine, sie leuchtet hier zwar richtig cool im Rock, aber sie leuchtet ja auch. Also sie leuchtet auch hier oben. Deswegen wäre, ja, ich, ja, na, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, es kommt ja noch eine. Um mal ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen, gucke ich hier mal ganz kurz rein. Ich werde jetzt natürlich hier nicht großartig lang spielen. Was war so süß, habe ich auch noch mal gesehen im letzten Video von meinem LOL Surprise Monopoly, wo ihr dann auch geschrieben habt, kannst du nicht einfach mal eine Runde Monopoly spielen? Habe das vorhin Ben schon mal vorgeschlagen. Ich meinte so, wollte ich mal Monopoly spielen und das dann irgendwie hochladen oder so. Ja, ich glaube, das dauert ziemlich lang. Aber irgendwie ist das cool, weil ich meine, ich liebe das hier selber auch zuzugucken. Ich finde, der Deckel sieht toll aus. Der Deckel ist mega. Und dann ist hier noch so ein Unterdeckel natürlich drunter, weil sonst würde das ja alles rausfallen. Uah, meine Nägel. Ach egal, ist sowieso alles total kaputt schon. Sehr schön. Das ist so dieses typische Bild. Ich glaube, das ist das Bild vom Poster oder vom Titel halt von Frozen 2, weil das überall auftaucht. Ich habe ja auch die Adventskalender geöffnet. Da war das auch genau dieses Bild war da. Nur halt noch so mit ein bisschen mehr Blättern und so. Das wird halt immer so ein bisschen verändert. Ich denke, die haben halt nicht sehr viele Bilder rausgebracht, die man verwenden durfte jetzt so vor dem Film. Und deswegen sieht man jetzt überall immer das gleiche Bild. Also es ist halt wirklich, man wird mit diesem Bild total überflutet. Nein, guck mal bitte, wie cool das ist. Es passt einfach so gut zu meinen Nägeln. Wenn sie nicht schon so kaputt wären. Oh Mann, oh. Das ist nicht zum Unboxen gedacht. Oh, es sieht einfach so schön aus. Oh mein Gott. Nein, das sind so kleine Häuser und kleine Schlösser. Statt, dass man so normale Häuser baut und dann ein Hotel bei Monopoly. Ich weiß nicht, ob ihr die Regeln kennt von Monopoly. Da kann man ja, wenn man so ein Feld sich sozusagen kauft, eine Straße kauft, dann setzt man ja ein Häuschen drauf. Also wenn man eine komplette Farbe voll hat, dann kann man ein Häuschen draufsetzen. Und dann bekommt man mehr Miete. Und hier hat man so kleine süße Häuser. So Dorfhäuser. Und halt, wenn man dann vier Häuser voll hat, dann kann man sich noch ein dickes Hotel kaufen. Und hier kann man sich einfach mal so ein kleines Eisschloss dazu stellen. Das ist so süß. Boah, die Spielfigur. Okay, ich muss es doch aufmachen. Ich wollte eigentlich nicht, dass es hier so rumfliegt, aber ich muss es leider doch zeigen, weil das sieht irgendwie so cool aus. So, ihr habt schon gesehen, zwei blaue Würfel sind dabei. Jetzt muss ich euch doch mal ganz kurz hier das zeigen. Guck mal, dieses niedliche Häuschen. Das ist so gut. Sogar mit einem kleinen Schornstein. Voll süß gemacht. Und das hier ist das kleine Eisschloss, was man dann sich kaufen kann. Voll toll. Oh, da kriegt man richtig Lust. Toll, jetzt will ich Monopoly spielen. Das macht keinen Spaß zu zweit. Zu zweit ist es blöd. Da brauchen wir schon mehr Personen. Mindestens drei. Dann gucken wir mal, wen man auswählen kann als Figur. Okay, den ersten, den ich direkt sehe hier, das ist Olaf. So, nochmal ein bisschen näher ranholen, weil die sind doch relativ klein. Aber sie sind ganz massiv. Die sind so hier aus Metall. Ganz, ganz schwer. Dann haben wir einmal Sven als Figur. Das ist ja auch süß. Das hier ist Christoph, denke ich mal. Ja. Wen wir hier haben, weiß ich nicht so genau. Ist das Hans? Das wird doch nicht Hans sein, oder? Vielleicht ist es irgendeine mysteriöse neue Figur, die ich noch nicht kenne. Und dann haben wir hier natürlich noch Anna und Elsa. Okay, das hier ist Anna und das hier ist Elsa. Schön. Sehen sich ein bisschen ähnlich, sodass man die halt leicht mal verwechseln kann. Aber sehr cool gemacht, die Figuren. Okay, das hier ist das Monopoly-Geld. Das wird wahrscheinlich immer so aussehen, nur dass halt hier dann verschiedene Zahlen drauf sind. Also hier sind verschiedene
verschiedene Geldscheine von 1 bis, was gibt es normalerweise? Ich glaube bis 100 oder so. Oder gibt es sogar 500er? Schon wieder vergessen. Das mache ich jetzt nicht auf, weil ich habe keine Lust, dass das hier überall durch die Gegend fliegt. Ich fände es cool, wenn man hier irgendwie sowas hätte, wo man das so wieder reintun kann. Ich mag das nicht, wenn man das halt irgendwie nicht wieder ordentlich verstauen kann. Deswegen mache ich das jetzt hier mal nicht auf. Also es ist auf jeden Fall doch ähnlich aufgebaut. Hier steht Besitzrechtkarte. Die Nordlichter sind wach. Okay, gucken wir mal. Hier ist auch noch eine Beschreibung. Ganz wichtig. Und das hier ist das fette Spielfeld. Manche Sachen sind noch gleich. So hier, gehe in das Gefängnis, freie Parken zum Beispiel. Aber hier gibt es dann, glaube ich, verschiedene Ereignisse, die man irgendwie sich holen kann. Einmal zum Beispiel Eispalast oder Verwandlung. Tag der Krönung. Und die kann man dann bebauen. Also es ist eigentlich im Grunde, ist natürlich schwierig zu übertragen, ne? So mit Straßen oder sowas. Es sind halt Ereignisse. Suche nach Antworten. Ach ja, es wurde auch gesagt, dass die Eltern auch vorkommen in dem neuen Film. Und hier sind die verschiedenen Elemente. Ich sehe schon hier Erde, Wind, Wasser, Feuer. Was ist denn am meisten wert? Ich glaube, die hier, ne? Das dunkle Meer. Oh, gruselig. Enthüllung der Wahrheit. Das ist am meisten wert. Das ist das Ende. Schätze ich mal. Macht am meisten Sinn. Okay, also immer so ein bisschen Schlagworte oder so Teile halt aus dem Film. So wird es auf jeden Fall sein. Hier kann man dann noch die Karten ablegen. Einmal hier so diese Ereigniskarten oder Schlosskarten oder sowas. Und hier dann wahrscheinlich Ereigniskarten. Sehr, sehr cool gemacht. So, mehr wollte ich gar nicht davon zeigen. Ich wollte euch nur noch so ein bisschen anteasern und mal zeigen, dass es das gibt. Wer also Lust hat auf einen gemütlichen Familienabend eventuell oder auf einen schönen Abend mit Freunden und ein Frozen 2-Fan ist oder generell Frozen-Fan und mal Lust hat auf irgendwie so ein neues Monopoly, der könnte sich hieran versuchen. Ist übrigens ab 8 Jahren geeignet, sehe ich gerade hier. Und man kann es tatsächlich schon mit 2 Spielern spielen. 2 bis 6. Aber je mehr, desto lustiger, finde ich persönlich. Also ich finde, mindestens 3 sind schon eigentlich gut. Auch wenn es jetzt schon vorher mit weniger Spielern gehen würde. Also mit 2. Jetzt mache ich mich erstmal an das hier, was ich persönlich so mega cool finde. Ich will sowas unbedingt mal ausprobieren. Ich wollte das immer mal schon in der Hand haben. So ein kleines, Polly Pocket-ähnliches Ding. Gott, was fliegt hier alles rum? Anleitung vielleicht? Achtung, Achtung, Attention. Nee, doch nicht. Ganz wichtig scheint zu sein, dass wir hier einen Schlüssel haben, weil ich habe so die Vermutung, dass wir das nicht öffnen können ohne Schlüssel. Guck mal, ob ich recht habe. Das hier ist der kleine Koffer, den man hier so mitnehmen kann für unterwegs. Das ist nicht goldig. Hier so, ich gehe mal zu meiner Freundin. Ich nehme meinen Koffer mit. Oder in Urlaub oder halt, wenn man sich irgendwo langweilt. Ich sage immer, es gibt so ein paar Sachen, wo man sich als Kind einfach mega langweilt. Und ich erinnere das tatsächlich noch selber früher, wenn wir irgendwo hingegangen sind und mein Vater hatte irgendwas mit Geschäftsessen oder so. Und ich habe mich so gelangweilt, weil es waren einfach keine anderen Kinder da. Und ich war so, oh. Ja, und dann muss man halt irgendwie mal das Kind beschäftigen. Das hat ja gut funktioniert. Ach so, man muss einfach nur drücken. Man braucht gar keinen Schlüssel. Toll. Voll umsonst bemüht hier. Muss kurz die Sachen hier zur Seite schieben und dann kann ich es öffnen. Das ist so cool. Das ist ein kleiner Marktstand. Hier sieht man sogar noch einen kleinen Boden. Hier so einen Steinboden davor. Was ist das hier? Das sind so Flaschen. Ich habe natürlich jetzt keinen Überblick, was in dem Film passiert. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wo das hier sein soll. Aber im Hintergrund haben wir auch noch so ein paar Häuser. Und haben hier so eine richtige kleine Spielumgebung. Kann man das rausnehmen? Ach so, nee, das kann man natürlich nach vorne klappen. Ja klar, wenn man das zusammenklappt, dann kann man das so nach vorne klappen. Das springt dann einfach mal nach oben. Ach, das ist voll aus Gummi. Das ist gar nicht gepeilt. Hier gibt es auch so kleine Geschenke oder irgendwelche Tränke vielleicht. Das ist unsere kleine Anna. Die ist auch zum größten Teil irgendwie so aus Gummi. Also die Arme gehen beide, glaube ich, gleichzeitig nach oben. Kann man das auch so? Ach so, könnte man, glaube ich, auch so machen. Ja, geht tatsächlich. Hat sie hier die Haare so ein bisschen hochgesteckt. Man kann auch die Arme wieder nach unten tun. Und sie ist hier in der Mitte biegsam. Also sie könnte sich theoretisch hinsetzen. Und auch das Kleid ist so ein bisschen aus Gummi. Die Beine sind aus Gummi. Voll eklig. Aber die Arme nicht. Die Arme, Oberkörper nicht und der Kopf auch nicht. Aber hier das ganze Unterteil ist irgendwie so aus Gummi. So sieht es von hinten aus bei ihr. Auch ein sehr hübsches Kleid. Eigentlich gar nicht so ein typisches Kleid für sie, ne? Aber vielleicht trägt sie das ja auch im Film. Dann gibt es noch einen kleinen Markthaarin. Das sieht aus, als seien da Salate oder sowas in der Art drauf gelagert. Vielleicht auch Heu, Tierfutter oder so. Oder halt einfach ganz normal so Gemüse. Die Räder drehen sich leider nicht. Aber es ist auch hier alles aus Gummi. Also alles ganz flexibel. Ab wie vielen Jahren ist denn das überhaupt? Ah, ich habe schon gedacht, bestimmt ab 3, weil Kleinteile verschlucken und so. Aber ist auf jeden Fall alles sehr schön biegsam. Dann gibt es hier noch so einen kleinen Topf. Vielleicht ein Honigtopf, könnte ich mir vorstellen. Wobei der ist ganz schön groß, ne? Dann haben wir hier noch so eine Flasche. Kann sie eigentlich irgendwas in die Hand nehmen? Nein, wohl nicht. Und noch so eine große Flasche. Vielleicht ist es Medizin. Aber guck mal, das könnte sie theoretisch so halten. Das würde gehen. Ja, und dieser Schlüssel, der ist mir noch ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob wir den vielleicht hier irgendwo... Ach, guck mal, den kann man hier befestigen. Das ist ja nice. Das ist ja mal süß. Und theoretisch könnte man jetzt hier sie so reinstellen. Entweder hier, so dahinter. Passt das überhaupt? Nee, das passt nicht. Nee, das passt nicht, weil dahinter ist gar kein Platz. Also sie kann nur hier davor stehen und kann hier davor so langlaufen und hier irgendwie so ein paar Sachen verkaufen. Kann dann hier noch die Utensilien daneben stellen oder diesen Karren. Ich versuche euch das gerade mal so ein bisschen so zu zeigen, weil ich muss das ja schräg halten. Das ist natürlich nicht so einfach. Aber voll cool, oder? Dass man hier für unterwegs einfach so eine spielbare Sachen dabei hat. Kriege ich denn das jetzt noch zu? Nein, natürlich nicht. Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie ich denn das generell wieder so zubekomme. Wahrscheinlich muss ich das einfach hier oben reintun, oder?
versuche es mal so ein bisschen nach oben zu schieben. So. Ich denke, dass hier wahrscheinlich mehr Platz ist und dann machen wir das zu. Geht das? Nein. Vielleicht mache ich es doch lieber so, dass ich es hier schon rein tue. Oder darf man das hier gar nicht? Doch. Das ist doch aus Gummi natürlich. Das muss doch gehen. Okay, dann mache ich es jetzt so und jetzt muss es auf jeden Fall zugehen. Oh, da war noch mein Finger zwischen. Zack. Cool, unser erster Koffer. Unser erster Koffer zum Mitnehmen. Sehr, sehr süß. Dann gibt es noch das Gegenstück dazu. Der Koffer hier von Elsa. Jetzt fliegen hier auch gleich wieder ganz viele Sachen raus. Oh, oder auch nicht. Ungefähr gar nichts. Das habe ich jetzt anders gemacht. Da sind die Sachen. Das ist also der andere Koffer. Der hat hier vorne so eine schöne Schneeflocke. Der Rückseite ist wahrscheinlich wieder nichts. Genau, da ist nichts. Und hier kann man auch wieder den Schlüssel befestigen. Das machen wir direkt mal. Da muss man immer aufpassen, dass man den nicht verliert. Und da muss man eigentlich nur drücken. Zack. Oh. Cool. Das finde ich auf jeden Fall noch besser, weil das halt so ein kleines Schlafzimmer ist, also so ein Zimmerchen, als so ein Marktstand. Oh, unsere Bettdecke. Die ist sogar so ein bisschen aufgeschlagen, ganz aus Gummi. Dann sehen wir hier ein sehr, sehr cooles Himmelbett. Hier ist schon das Kissen eingedrückt, das heißt, man kann sie wahrscheinlich hier reinlegen ins Bett. Bevor ich das mache, wollte ich nur noch mal kurz zeigen, wie sie aussieht. Das ist jetzt Elsa. Also von der Farbe her, von den Kleidern her, finde ich, ist das jetzt nicht ganz so passend, wie ich sie kenne. Da unten sind sogar noch ein paar Füße. Aber ich mag einfach diese Aufmachung, dass die so biegsam sind, dass man hier so ganz viel mit den machen kann. Arme hoch, runter. Okay, Beine kann man natürlich nicht knicken, aber es ist super stabil. Was heißt super stabil? Es ist super flexibel, sodass man sie halt hier auch hinsetzen kann. So, man könnte sie jetzt hier cool ins Bett setzen oder reinlegen. Genau, so würde sie jetzt halt ziemlich genau ins Bett reinpassen. Dann hat sie sogar noch hier einen kleinen Schminktisch, wo sie sich halt immer fertig macht. Ah, und wenn sie im Bett liegt, dann kann man auch noch die Decke drüber legen. Das habe ich ja fast vergessen. Und dann kann sie halt hier so rumlaufen. Lalalala. Kann dann hier zum Spiegel gehen, kann sich ins Bett legen oder sich mit ihrer Schwester treffen. Dann haben wir noch ein Buch, beziehungsweise ist kein normales Buch, schätze ich mal, sondern irgendwie ein Tagebuch, weil hier eine Feder drin liegt. Oder irgendwie so ein, vielleicht schreibt sie auch selber ein Buch, ich weiß nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall eine Feder, eine Schreibfeder, wo ich jetzt gerade aktuell gar nicht weiß, wohin damit, weil wir keinen Tisch haben, wo wir es ablegen können. Dafür haben wir aber noch einen Stuhl, der kommt wahrscheinlich vor den Schminktisch, da kann sie sich dann auch noch draufsetzen, nämlich hier, passt der ganz gut hin. Vielleicht legen wir das Buch sonst auch einfach auf den Boden, weil da hat sie ja dann noch gelesen. Und auch hier sieht man wieder, dass der Boden irgendwie ganz niedlich aussieht, so ein halber Teppich. Der Hintergrund ist sogar hier so ein bisschen erhaben, also das ist nochmal so ein Plastik, was hier aufgeklebt wurde. Das heißt, sie hat wahrscheinlich so ein Turmzimmer oder irgendwie so ganz oben unterm Dach, weil man hier so ein dreieckiges Zimmer hat, also ein dreieckiges Fenster hat, wo sie rausgucken kann. Hier hängt so da sogar noch ein Foto von den dreien, also von Anna, Elsa und von Olaf. Und hier haben wir noch einen versteckten Kerzenleuchter oder eine versteckte Lampe hinter diesem roten Vorhang, diesem Samtvorhang. Ja, und jetzt könnte sie halt hier in ihrem Zimmer so ein bisschen rumlaufen. Lalala, könnte sie sich da hinsetzen, ein Buch lesen und bin ganz begeistert von den Sachen hier. Jetzt gucke ich mal wieder, wie man das am besten verstauen kann. Also so kann man es halt runter. Nee, Moment mal. So kann man es runterdrücken. Das kann man hier runterdrücken. Dann würde hier vielleicht auch noch was hinpassen, ne? Legen wir sie einfach mal hier so flach auf den Boden. Oh Gott, die Arme. Passt da noch der Stuhl hin? Ja, muss man sich ein bisschen ausrechnen, wie man das hier am besten da rein tut. Hier noch was hin. Zack, und dann schnell zu. Ja, hat geklappt. Zwei Koffer für unterwegs. Wunderschön. Bin sehr begeistert. Fände es cool, wenn es noch mehr davon gäbe. Ich mag ja auch so eine kleinen Spielzeuge, wo man halt ganz viel noch mitmachen kann. Also wenn es da jetzt noch mehr Stockwerke, mehr Zimmer oder sowas geben würde, das fände ich noch cooler. Schade, dass es nur so klein ist, aber ich finde, es ist halt mega praktisch zu mitnehmen. Und ich habe mir gerade mal eben schon, ohne irgendwas zu sagen, das große Teil hier geholt. Das ist das Letzte, was wir jetzt noch über haben. Und auch hier steht wieder was dazu, nämlich Elsa und Nock. Nock heißt offensichtlich dieses mythische Wasserpferd oder was das da sein soll. Bei ihrem Abenteuer trifft Elsa auf Nock, einen mythischen Wassergeist, dessen Kraft so stark wie ihre eigene ist. Die sind bestimmt irgendwo miteinander verzwurbelt. Und eigentlich muss ich euch unbedingt noch was von der Zuschauerpost zeigen, weil sonst vergesse ich das immer wieder und ich schaffe das nicht. Deswegen mache ich das jetzt doch noch schnell. Schaut mal, ich habe nämlich schon wieder Post bekommen. Ich blende unten nochmal mein Postfach ein. Also falls ihr mir was schicken möchtet, könnt ihr das gerne machen. Es dauert immer ein bisschen, bis ich die Post öffne. Ich kann es auch eigentlich gerne mal ohne Video machen, aber ich wollte euch so gerne teilhaben lassen. Hier so ein paar schöne Blümchen und noch ein kleiner Baum in der Mitte, wahrscheinlich mit Äpfeln. Versuch's mal nicht kaputt zu machen. Ich glaube, ich schneide es über oben auf. Oh mein Gott. Oh, ich lege das schon mal kurz hier ab. Jetzt habe ich hier ganz viele Herzen. Oh nein. Oh, wie süß. Aber wohin jetzt damit? Okay, dann sind die jetzt halt im Video dabei, die Herzen. Das ist ja auch nicht so schlimm. Und dann hat sie mir hier noch so zwei kleine Lumi-Knotenbänder. Die heißt noch Lumi-Dinger, oder? Sowas hier. Dieses mit diesen Gummibändern. Heißt nicht so. Oh mein, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe es schon ein paar Mal gesehen. Ich habe es auch schon ein paar Mal irgendwie geschickt bekommen von euch. Ja, so zwei, sieht ein bisschen aus wie eine Banane. Eine reife und eine nicht reife. Jetzt weiß ich auch, wo die Herzen herkommen. Guck mal, sie hat so einen richtig süßen Tacker. Nicht Tacker, Locher, wo man halt hier sowas lochen kann. Und dann hat man hier richtig coole Herzen. Voll cool gemacht. Jetzt hat sie hier geschrieben, bitte im Video aufmachen. Deswegen zeige ich das jetzt mal, weil sie das auch geschrieben hat. Und hat mich gefragt, ob ich mal ein Video über Monsterhai machen könnte. Das wäre sehr nett. Und das habe ich schon tatsächlich ein paar Mal im Kopf gehabt. Ich habe auch was Cooles gesehen.
abgesehen von Monster High, was mir vielleicht auch gefallen würde. Wie heißen die denn nochmal? Das waren so diese Blocks, die so die kleineren Dinger. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die kleinen Dinger, also diese kleinen Figürchen auch mögt oder ob ihr lieber die großen, so jetzt in dieser Größe auch von Elsa und Anna sehen wollt. Ich wollte generell mal mir gerne auch so eine Monster High anschauen. Der Brief ist von Hannah übrigens und ganz, ganz liebe Grüße an dich. Ja, ich kann dich natürlich sehr gerne grüßen. Sie kommt aus Berlin und sie ist 8 Jahre alt und sie findet meine Videos sehr toll. Das freut mich natürlich immer zu lesen, dass die Mühe dann auch ankommt bei euch. Und es gibt noch sehr viele schöne Bilder, nämlich einmal ein Pferd mit schönen Glitzersteinen in bunt. Dann ist sie offensichtlich ein Pokémon-Fan. Oh. Habe ich ja ewig lange nicht mehr aufgemacht. Mit Pikachu. Gesundheit. Ach, und hier sehen wir eine von Monster High. Ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Ich weiß, die haben ja alle ihren Namen. Keine Ahnung, wie sie heißt. Aber sehr schön. Vielen Dank auf jeden Fall für die schönen Bilder. Ich bekomme ja auch hin und wieder ein paar Nachrichten von den Mamis. Ich tue das mal ganz kurz zur Seite, ne? Die dann fragen, ja, mein Kind möchte auch gerne dir mal irgendwie was schicken, möchte auch ein Bild malen. Und wo kann man das hinschicken? Ja, könnt ihr immer gerne dahin schicken an die Adresse, die ich davon eingeblendet habe. Bitte keine Pakete und keine Päckchen. Nur Briefe, Postkarten, Großbriefe oder Maxi-Briefe, die kommen sonst leider nicht an den Postfach. Kann man, glaube ich, auch gar nicht verschicken. Ich glaube, das nimmt die Post gar nicht an. Aber ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ich da mal so ein bisschen was hinter der Kamera sehe, weil ich bin ja meistens ziemlich einsam, wenn ich jetzt hier so aufnehme. Ich sehe ja gar nicht die Leute, die mir zugucken. Das ist natürlich auf der einen Seite auch sehr beruhigend, weil ich glaube, wenn ich jetzt hier vor so vielen Leuten sitzen würde, wenn du im Endeffekt weißt, dass das Video, sagen wir mal, 50.000 Mal oder so geguckt wird und du würdest so vor 50.000 Leuten sitzen, ich glaube, dann würde ich mir wahrscheinlich vor Angst in die Hose machen. Aber so sehe ich ja niemanden, deswegen ist das dann nicht so schlimm. Okay. Ja, das ist schon so eine Sache hier. Ich bin noch etwas ratlos gerade, ob es da irgendwas Besonderes gibt, was das Tier hier machen kann. Aber es sieht gerade nicht danach aus. Vielleicht kann sie... Oh mein Gott, ich glaube, sie kann auf dem reiten. Das wäre voll schön. Nein, sie hat noch eine Fußfessel. Also ich würde mal ganz stark vermuten, dass sie wahrscheinlich auf dem Pferd reiten kann. Kann sie denn jetzt hier mal die Arme bewegen? Nee, ne? Also ich finde es schon mal ganz gut, dass sie die Arme hier so seitlich bewegen kann. Nach vorne, nach oben. Also sie hat hier so ein richtiges Kugelgelenk. Schade, dass sie hier nicht die Arme so biegen kann oder auch die Hände. Aber ich vergleiche sie jetzt hier nochmal direkt. Vom Gesicht, finde ich, sieht sie fast aus wie die erste, die wir hatten. Da fand ich die zweite so ein bisschen kindlicher, ein bisschen lieber. Ich glaube wegen der Augen, weil die halt nicht ganz so krass geschminkt sind wie bei ihr. Also die finde ich schon, sehen sehr ähnlich aus vom Gesicht. Vielleicht sogar komplett gleich. Vielleicht sind die Augen hier ein Tickchen größer, oder? Könnte gerade in der Kamera sieht so ein bisschen so aus. Die Haare sehen auch wieder anders aus. Hier, oh, das finde ich sehr cool, ist Glitzer mit drin. So ein bisschen, als wären das so Eispartikel. Also es schimmert halt sehr schön. Das Kleid sieht auch komplett anders aus. Könnte ich ja eigentlich nochmal hier komplett mit denen vergleichen, weil das ist ja, naja gut, die sehen ja sowieso sehr ähnlich aus, die beiden Kleider. Und was ich vorhin gar nicht hier wahrgenommen habe, das sind ja sogar Glitzerstiefel. Also hier ist nochmal Glitzer in den Stiefeln drin. Und hier hat sie gar keine Schuhe. Das finde ich total schön. Ich mag das, dass sie hier barfuß geht. Und das Kleid finde ich hier auch sehr cool. Das ist so ein bisschen durchsichtig, so mit Tüll und Glitzerpartikeln drin. Also hier glitzert es extrem. Noch so eine Schneeflocke hier auf der Seite, so ein bisschen wie so ein Gürtel. Und hier ist es auch nicht gerade. Also das ist hier so ein Unterrock. Ach nee, das ist zusammengenäht sogar. Das gehört zusammen. Okay. Aber hier ist es so eingeschnitten. Ich glaube, sie kann hier eigentlich nichts. Ne? Sie kann nicht singen, sie kann nicht leuchten. Schau trotzdem mal, ob man hier irgendwas noch erkennen kann. Was ist das denn? Okay, also sie trägt auf jeden Fall nichts drunter. Und da unten hat sie irgendwie eine Unterhose an und irgendwie so ein komisches Knisterpapier. Ich habe keine Ahnung, warum. Damit sie sich nicht wund läuft. Ich weiß nicht, warum. Sie hat einen Knisterpo. Ich weiß nicht, warum sie so einen Knisterpo braucht. Ach so, da kann man sie dann nicht biegen. Vielleicht muss man das rausnehmen, damit man sie richtig biegen kann. Vielleicht hätte ich das gerade rausnehmen sollen. Naja, egal. Bevor ich sie jetzt hier draufsetze, müssen wir uns natürlich nochmal das Pferd angucken. Das ist ja eigentlich kein richtiges Pferd. Das ist ja irgend so ein mystischer Begleiter. Und der sieht wirklich aus wie Wasser, ne? Das ist kein richtiger Schweif, sondern so ein Wasserschweif. Auch mit Glitzer noch drin. Die Mähne sieht auch richtig cool aus. Auch als würde sie so fließen. Das ist halt alles so ein bisschen wassermäßig. Und es ist komplett so aus Plastik, also es ist hohl. Hier auf der Seite läuft auch noch was lang, also die Mähne. Und es ist halt voll im Sprung. Okay, hier ist es leer. Also hier ist es nicht komplett aufgefüllt. Warum auch immer. Vielleicht, weil es leicht sein soll. Hier auch. Aber an sich, finde ich, ist es eigentlich schön. Es sieht schon ziemlich wild aus. Und ich will unbedingt probieren, wie das ist, ob man sich hier raufsetzen kann. Kann man. Okay, das ist cool. Das ist cool. Sie könnte auf ihm reiten. Vielleicht zeige ich es lieber mal hier oben. Also hier kann man sehen, dass sie tatsächlich richtig auf dem Pferd sitzen kann. Ich habe ja jetzt hier noch dieses komische Pampers-Zeug drin. Ah! Okay. Es ist natürlich keine Pampers, aber dieses komische Zeug, was halt ihre Beine so ein bisschen zusammenhält. Und ich glaube, wenn man das abmachen könnte, dann könnte sie noch sehr viel besser sitzen. Aber sie kann hier auf diesem mystischen Wassergeist reiten. Und irgendwie scheint sie sich ja ähnlich zu sein. Ja, so hier hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass sie so ein bisschen zu sich selbst findet. Ich wollte ja noch mal kurz bewerten, welche von den Elsa-Figuren ich am besten finde. Hier haben wir 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Wer kennt's noch? Hm?
Mamis, Papis. Ich finde fast, dass es immer besser geworden ist von den Sachen, die ich aufgemacht habe. Wobei ich mich auch noch entscheiden könnte. Also ich finde die nicht so gut wie die beiden hier. Ich finde die beiden besser. Die haben halt unterschiedliche Vorteile. Ich finde es halt toll, dass man hier raufdrücken kann, dass sie leuchtet, dass sie Musik macht. Dass man die Beine knicken kann, finde ich auch sehr gut. Die Stiefel finde ich cool. Die kann man ja auch ausziehen. Kann man? Ja, kann man, glaube ich. Ja, kann man. Bei ihr wiederum finde ich es halt ziemlich toll, dass sie halt einfach gar keine Schuhe trägt, sondern dass sie halt einfach so läuft. Die Arme nehmen sich jetzt im Grunde wirklich nicht sehr viel. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Aber das Kleid finde ich auch toll. Ich mag, dass das halt ganz viel Glitzer drin ist. Ich mag, dass das bei ihr in den Haaren total viel Glitzer drin ist. Finde ich sehr, sehr schön. Dafür finde ich ihren Zopf auch ganz gut. So wie bei ihr auch. Aber ich glaube fast, dass ich die Glitzerhaare noch schöner finde. Also ich bin sehr zwiegespalten zwischen den beiden hier. Vielleicht würde ich tatsächlich sogar die nehmen, weil die halt so richtig am natürlichsten aussieht. So als ob sie jetzt sich selber gefunden hat. So ein bisschen sieht das, finde ich, aus. Weil alles so fließend ist und so weich und so naturbetont, weil sie halt barfuß ist. Und nee. Also auf jeden Fall schon schön. Wow, das war das krasse Paket hier. Dieses XL Frozen Paket mit sehr vielen verschiedenen coolen Sachen. Ich hatte sehr viel Spaß, das auszupacken und mir die ganzen verschiedenen Sachen auch anzuschauen. Mal wieder was komplett anderes, auch mit diesem kleinen Köfferchen, was ich vorher noch nie gesehen habe. Was heißt noch nie gesehen, noch nie ausgepackt habe. Und auch mit dem Pferd fand ich sehr cool. Ist ja kein Pferd, ich weiß. Ja, und dann bin ich mal wieder ganz gespannt, was ihr von dem Video halten werdet, was ihr zu Frozen sagt, also zu diesem ganzen Paket, was vielleicht euer Lieblingsteil war insgesamt. Und könnt mir natürlich gerne wieder vorschlagen, worauf ihr noch so Lust habt. Solange man noch schreiben kann auf YouTube, könnt ihr gerne immer noch schreiben, worauf ihr Lust habt, was ihr gerne sehen wollt. Wenn das nicht mehr geht, werden wir das irgendwie ändern. Wir werden schon eine Möglichkeit finden, dass wir irgendwie noch miteinander in Kontakt bleiben können. Das ist für mich eigentlich nämlich ziemlich wichtig, damit ich weiß, was ihr sehen wollt. Sonst ist das ziemlich blöd. Sonst muss ich irgendwas machen, glauben, dass ihr das vielleicht sehen wollt. Naja, ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die jetzt bis zum Schluss sogar noch dran geblieben sind. Falls es euch gefallen hat, gebt mir gerne ein Däumchen. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren und das Glöckchen aktivieren. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.